31. März. Die Sonne wärmte bereits etwas, aber in den Schleierwolken am Himmel lag noch die Kälte des Winters. Obwohl seine gepackten Koffer auf die Abreise aus dieser Stadt warteten, verspürte er keine Eile. Dafür war dieser Abend zu schön. Die Sonne stand schon tief, blinzelte durch die Bäume des gegenüberliegenden Parks und tauchte alles in ein warmes Licht. Ein paar Anseln und Rotkehlchen bemühten sich, den Frühling herbeizusingen, und hin und wieder trauten sich neue Knospen ins Leben. Ein Bild voller Romantik, wie in einem kitschigen Heimatfilm. Es passte nicht. Es passte nicht zu seinen Erinnerungen, es passte nicht zum Leben. Da war nicht viel romantisch. Seine Augen gingen den Park entlang, und mit dem Umherschweifen seiner Blicke kam Erinnerung. Dort unter der mächtigen Kastanie, wo sich der Kiesweg verzweigt, waren sie an einem Sommerabend auf die Idee gekommen, ein Wettrennen zu starten. Zuvor hatte er Ursel zu einem Abendspaziergang abgeholt. Als er sie durch den Park schob, trafen sie Rolf. Rolf saß vergnügt in seinem Rollstuhl und behauptete, dass er selbst locker schneller fahren könne, als er Ursel schieb. Und es wurde gewettet und ab ging es durch den Park. Der Kies knirschte, als Rolf losfuhr und der Ursel hinterher schob. Rolf gewann. Seine Geschwindigkeit war nicht zu überbieten. Er selbst japste nach Luft und Ursel lachte, schrie und hüpfte vor Vergnügen fast aus ihrem Rollstuhl. Dann tranken sie noch eine Runde im Löwenbiergarten am Ende des Parks. Seine Blicke und Gedanken gingen weiter. Dort, wo jetzt noch ein leerer Fleck ist, werden die Stadtarbeiter bald wieder eine Parkbank aufstellen. Die Bank, auf der er eines Morgens mit schwerem Kopf, Übelkeit und steifen Gliedern aufwachte. Das war dieser Morgen nach der Beerdigung von Frau Lummer. Kennengelernt hatte er sie, diese kleine Frau mit den weißen Haaren und dunklen Augen, durch Essen auf Rädern. Später kam er auch mal so vorbei, brachte mal Blumen, mal Obst mit. Er trank bei ihr Kaffee und lernte zwischen Kaffeetassen und Nusskuchen ihre Lebensgeschichte kennen. Dann starb sie. So still und einsam, wie sie gelebt hatte. Der Neffe ließ von einer Entrümpelungsfirma die Wohnung räumen, den Rest besorgte das Bestattungsinstitut Pietät. Bei der Beerdigung standen sie dann zu fünft, inklusive Pfarrer, Ministrant und Totengräber am offenen Grab. Beim Löwen spendierte ihm der andere Mann, der außer ihm gekommen war, 3 Bier und etliche Schnäpse. Später ging er noch in dieses Café, in dem er auch jetzt saß, um zu trinken. Oft war er hier, an einem der weißen, gusseisernen Tische. Mit Werner philosophierte er stundenlang, bis außer ihren schon alle Stühle hochgestellt waren. Auch mit ihr war er oft hier. Lass uns anstoßen, sagte sie, zum Abschied. Mit Kaffee? Ja und, glaubst du, wenn man feierlich ein Glas Sekt erhebt, sie schwang ihre Tasse, dann ist es würdiger oder schöner? Da war dieser Glanz in ihren Augen, da war noch einmal die ganze Spannkraft und Leidenschaft zu spüren. Ich will auch nicht auf uns anstoßen. Sie machte dabei eine kleine Pause, die ihm wehtat. Auch daran erinnert er sich, nicht auf uns, sondern einfach auf das Leben, die Sonne und das Lachen. So stießen sie mit Kaffee auf das Leben an. Unbewusst lächelte Stefan. Wann war das alles gewesen? Wie lange war das alles schon hier? Vor Monaten, vor Tagen, gestern. In der Erinnerung tauchte vieles Vergessenes und Unvergessliches auf. Thank you.
Bratislava, Plattenbausiedlung, Platz der Kosmonauten. Zahllose Menschen bevölkern die Busse, die uns von der Innenstadt in Bratislava in die Außenbezirke bringen. Fast jeder Platz ist gefüllt. Ich habe nur die Adresse von Andrea und finde mich in einer kommunistischen Plattenbausiedlung nicht so recht zurecht. Hunderte von Menschen durch öffentliche Verkehrsmittel von einem Ort an den anderen, konkret den Platz der Kosmonauten, wie ich gerade lese, verlieren sich in Minutenschnelle. Kein Verweilen, kein Beleben von öffentlichen Plätzen. Alle eilen und verschwinden wie aufgeschreckte Termiten in ihrem Bau. Gerade noch umgeben von Menschenmassen befinde ich mich allein auf einem Platz und spüre, dass es hier einen anderen Begriff von Öffentlichkeit gibt, nämlich keinen. Es gibt kein öffentliches Leben, kein Verweilen, jeder sucht seinen Weg ins Private. Stunden später blicken wir vom Balkon einer Wohnung unter so vielen auf endlose Plattenbauten und der triste Anblick wird seltsam durchkreuzt durch die abendliche Augustsonne. Andrea versteht meine Frage nach dem Gefühl von Heimat nicht. Vielleicht mag es auch an der Sprache liegen. Gibt es überhaupt ein Wort im Slowakischen, das dem Deutschen entspricht? Daheim ist sie doch gerade bei mir. Was sollen diese Fragen? Heimat ist der Geruch auf der Haut, ist das Prickeln im Bauch bei einer Umarmung, einem Kuss. Welche Fragen? Und lächelnd fügt sie hinzu, sowas könne doch nur ein schwermütiger Deutscher fragen. Wien, Esterhase-Keller. Ein verschrecktes Mädchen kommt zu uns an den Tisch. Sie legt wortlos Plastikfigürchen und allerlei Grimmskrams zwischen unsere heurigen Gläser auf einen Zettel. Auf diesem steht, dass sie taubstumm sei und man doch eines der Dinge erwerben könne zu einem selbstgewählten Preis. Zwischen all den Plastiknippes befindet sich ein kleines Kaleidoskop, das ich auswähle und durch das ich lächelnd blicke. Wie ich auch immer drehe, die zentralen Steinchen bleiben doch immer gleich. Wo immer wir uns niederlassen, wir nehmen natürlich immer uns selbst mit, wenngleich in anderer Anordnung. Der gleichzeitig anregende, visidierende Wirkung des Welsch Riesling ist es zuzuschreiben, dass Albert meinen wehmütig wehleidigen Worten überhaupt lauscht. Auf meine Frage, ob er denn nach so vielen Stationen in Westeuropa und den USA nun in Wien eine Heimat gefunden habe, blickt er nur fragend auf sein Weinglas und lässt sich von der Bedienung einen weiteren Krug bringen. Caracas, Dachterrasse der Jesuiten. Er kommt aus Venezuela und arbeitet dort in den Barrios, was eigentlich Stadtviertel heißt, aber so etwas wie Slums meint. Als ich ihn frage, was er dort genau macht, er möchte den gesellschaftlich Verlorenen eine Heimat geben. Heimat, sage ich. Und Heimat heißt, antwortet er, Hoffnung zu haben. Hoffnung zu haben, die man mit anderen teilt. Madurai, Südindien. Wir sitzen an einer Straßenkreuzung in Indien, gefühlt an einer Ausfallstraße nach nirgendwo. Es ist heiß und wir trinken aus Plastikflaschen 7-Up, das einzige, was der Kiosk gekühlt hatte. Dieser sogenannte Kiosk passt zur Szenerie. Eine Zeltplane als Überdachung
und davor ein paar sonnenvergilbte Campingstühle. Wir sind den weiten Weg hierher geflogen, um mit den Leuten zu arbeiten und ihnen näher zu kommen. Aber auf die Frage, warum Peter das alles auf sich nimmt, warum er diesen Weg gewählt hat, hier dauerhaft zu leben, kommen wir auf seine Kindheit zurück. Zu den kleinen Dörfern in Mittelfranken, mit ihren Kirchtürmen in der Mitte, mit dem Dorfplatz als Treffpunkt unserer Familien, die uns den Rucksack geschnürt haben mit Werten, Einstellungen und Lebenszielen. Ein Daheim, sagt er, ein Daheim gibt's nur einmal. Zu Hause fühle ich mich an vielen Orten. Ein Zuhause findest du 100-mal, immer wenn Menschen dich begrüßen. Bahnhof Köln, Zug nach Amsterdam. Eigentlich wollte ich ihn überreden, er soll den Flieger zurücknehmen in seine Heimat Ägypten. Aber meine Argumente werden immer kleinlauter vor dem Funkeln in seinen Augen. Vor dem Funkeln, das widerspiegelt, dass er in Europa eine Heimat finden könne. All das, die Schrecken der Illegalität, das Leben in permanenter Angst ums Entdecktwerden, und die jetzigen Freunde, die schnell zu kalkulierenden Ausbeutern werden können. All das bleibt nichts gegen die Hoffnung auf ein Zuhause, das Lebensmöglichkeit und Lebenssinn bietet. Noch heute schreibt er Mails, wahrscheinlich aus Amsterdamer Internetcafés, und sendet liebe Grüße. Nie mit Absender, nie mit einem Aufenthaltsort. ICE, Nürnberg nach München. Erst spät merke ich, dass er gebürtiger Österreicher sein muss und es wird mir zur Sicherheit als einen Kaffee bestellt, als wäre er nicht im Zugrestaurant, sondern in einem der berühmten Wiener Kaffeehäuser in den Seitengassen im ersten Bezirk. Seit 18 Jahren arbeitet er in Flüchtlingscamps in Afrika, mal hier, mal dort. Wir kommen überraschenderweise sehr schnell auf das Thema Liebe zu sprechen. Überraschenderweise, denn er ist katholischer Priester und er spricht nicht von der unendlichen und unergründlichen Liebe Gottes, sondern von der faszinierenden Ergänzung von Mann und Frau. Wir brauchen unser Gegenüber, betont er, unser Pendant, das uns zu ganzen Menschen macht. Wir brauchen es zur Entfaltung unserer Selbst. Dort sind wir daheim, wo Menschen uns lieben und dadurch ganz machen und heil. Kinderklinik Weiden. In den Armen das kleine Kind neben unserem Zimmer, vielleicht ein gutes Jahr alt und voller Schläuche, die Puls und Atmung kontrollieren und Flüssigkeit und Antibiotika in die Vene leiten. Und dennoch ein ruhiger Schlaf.
die Mundwinkel fast zu einem Lächeln leicht nach oben gezogen und manchmal eine kleine Bewegung, die zum näheren Anschmiegen an den Erwachsenen führt. Dieses Urvertrauen muss eine Heimat sein, aus der uns nie mehr einer vertreibt, wohin wir auch immer gehen, wo wir uns auch immer niederlassen. Ein Jammer und lebenslanger Fluch für jene Kinder, die durch Naturkatastrophen und Krieg dieses ungeteilte Gefühl, bei einem Menschen angenommen, geborgen, geliebt zu sein, verloren haben. Trotz aller Krankheit, trotz Infusion auf der kleinen Hand, ein ungebrochenes Gefühl, daheim zu sein.